Hey und herzlich willkommen, wie ging Garnis? Ich habe jetzt bisher in der Woche Huna die ganze Zeit hingehalten, dass wir noch nicht Garnis gehen, weil. Ja, weiß ich auch nicht so ganz. Ich habe eben aus Versehen meine Windows resettet. Das heißt, alles ein bisschen eigenartig. Wollen wir bei Mirage anfangen? Tag 24, okay, können wir machen. Ja, ich würde einfach so quasi im Kreis Ja, durchgehen oder wie die Instanzen uns dann halt, die Instanzen, die Garnis und das uns dann halt leiten. okay, 124. Ja. So, ich pack mal kurz meinen Stift auf Seite. Nimmst du auch den TP-Buff auf mich? Danke sehr. Selbst wenn du Nein gesagt hattest. Guck mal, ich bin ein kleines süßes Pomeranian, also kleiner süßer Zwergspitz. Mal gucken, was ich Ich mag den werde. deutschen Namen nicht. Na, nehmen wir mal das. Ja, mittlerweile hat man, wenn man denn ein bisschen rumläuft, eigentlich genug von diesen Sachen angefarmt, um nicht langsam laufen zu müssen. Ich finde es verdammt ätzend, langsam Oh, zu der lädt sogar laufen. 40. Krass. Ja, gut, also sind wir gleich schnell. Meiner gibt 30 plus meine 10%. Ich weiß nur nicht, was. Du hast wahrscheinlich deine Schuhe schon aufgewertet, ne? Ich habe halt den. Nee, ich Nicht? habe noch die Uhr vom Ausgleich, Mm, ach so. weil die nicht hochgehen wollen. Ja, meine wollen ja auch nicht Lad den mal hochgehen. bitte ein. Soweit ich kann. Invito-Gruppe. Scheiße, Airbein, genau in dem Moment, wo man, ne? Aufladeskill gemacht. Ja gut, ich habe jetzt keinen Aufladeskill gemacht, aber ja. War ja auch noch AOE-Auflade. Bonnie. Ich wollte schon sagen, wäre das jetzt unsere Garni gewesen, wäre das echt ätzend. Der Legat ist da. Müssen wir halt schneller laufen. So, nebenbei, ich mach mal Loot auf FFA. Gute Idee mit dem Vorwärtsspringen. Mein, die Skills haben ja eh kaum noch Cooldown. Und hier sind wir noch so safe, dass wir eigentlich, ne? Ach, ich kann mal eben. Also, ich hasse den Airbind, aber es ist zumindest, also jeder Mob hebt hier ein Airbind gefühlt. Weil es nur die Fighter sind und die Warriors, aber okay. Also allgemein die Kämpfer. Aber es ist lästig, definitiv. Ich glaube, den Und kannst du kicken. ist er woanders? Ja gut, dann gehe ich hin. Das ist nichts gegen den, das ist nur einfach, ich bin ein Fan davon, wenn man mit denen, die da sind, in einer Gruppe sind, aber sobald er geht, dann besteht keine Notwendigkeit mehr und er könnte mit denen, die bei seiner Garni sind, in eine Gruppe gehen. Dann schauen wir mal von wo aus wir hier weiter porten. Wollen wir nach unten? Ist blau. 127 meinst du? Ja, Okay. 127. Und PvP-Quest noch abgeben. Ätzend, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, aber egal. Denkt immer daran, die PvP-Quest an den Tag abzugeben, wo ihr sie auch gemacht habt und vergesst es nicht so wie ich. Spätestens vor 9 Uhr. Genau, vor 9 Uhr. Denn das haben sie ja sinnvoll. Oh Gott, Una PvP. Hab die ganze Zeit PvP an. Nein, nein, da ist PvP. Ein Kleri, Kantor, zweiter Kleri. Greif mal als erstes die zwei an. Masfir kommt, ist drinne. Gut, Ey, das du war noch. hattest so Glück! Ey, du hattest angesagt, aber da war schon mein Pinguin durch. Die 2 hält zu viel aus. Du bist. Auf was bist du drauf? Auf der 1? Immer noch auf der 2. Hat übelst auf die Fresse, Was? meine Fresse. Ich morph. Nachlass. Nein, ich morph. Mann, Mädel. Damit. Doch war ich Ich tue gleich. das Morphen übrigens nur, damit ihr was habt, über das ihr euch lustig machen könnt. Also. Sind Kleiner Chinesen, lassen wir die Mini. noch sterben? Wenn er stirbt, dann stirbt er. Wir können halt eh nicht so krass heilen. Hey, überhaupt nicht, also. Kleiner Mini-Morph hier. Ja, gut, eigentlich Mega-Morph, aber halt ein sinnloser Morph. Aber ganz ehrlich, es kostet mich eh nur noch so ein bisschen China. Von daher ist mir voll egal. Und auf die 2. Oh, der Kantor macht hier nichts. Na, trotzdem kommt da mal ein Pinguin. Ah, jetzt! Oh, jetzt nach dem Pinguin. Wer hat sich? Leute. Da ist noch jemand? Da ist jemand im Hide.
Echt? Hä? Der ist doch garantiert gerade eben aus. Ach, das da vorne ist seine Leiche. Bei mir ist nur das ein bisschen nach vorne gelaufen. So, Huna, jetzt müssen wir aber auch die Gani machen, weil mein Morph muss ja sinnvoll gewesen sein. Es ist so lächerlich. Mir ging es nur darum. Quest? Ja, ich hab die. Der NPC läuft aber auch rum. Ja, ich sehe es gerade. Ich meine, so kann man. Obwohl ich an dem NPC stehe, wird hier. Ich finde, es sollten die meisten Leute echt mal lockerer sein mit ihrem Morph. Das ist letztendlich auch nur ein Skill, den man sich erarbeitet hat, dadurch, dass man mehr Glory Points hat als die anderen. Ja. Ja, letztendlich, ja. Es ist nur ein Skill. Ein sehr besonderer mit 2 Stunden Cooldown, der dafür sorgt, dass man weitaus mehr Leben hat und nicht mehr CC'd werden kann, außer der SM4. Und der Assassin doch, oder? Ich weiß nicht mehr, ob der es noch kann. Habe ich halt echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es noch irgendwelche anderen Devanion-Skills gibt, die das können. Lobby, was war das für ein Geräusch? Da vorne ist eine Taube. Der denkt sich jetzt so, what? Da ist ein Morph! Da ist ein Morph! Ich fühle mich wie so ein Loop, wirklich. Würde mir am liebsten gerade den Morph wegspicken. Hä, hey, Root habe ich schon benutzt. Wo ist die Gani? Ne? Hast du das gerade echt gefragt? Ja, gut. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, wo wir stehen, deswegen. Nee, aber Morph ist letztendlich auch nur was Normales, was man mal wirklich häufiger machen sollte. Das sind die, da ist Mr. Vio. Bin dir hinterhergelaufen und Lobby macht. Ja, ich bin immer noch im Morph. Das hat so ein Morph an sich. Mit 10 Minuten. Denn du wirst gekillt. Sei denn, du wirst gekillt, ja. Aber niemand kann dir den Morph nehmen, also das ist nicht dispelbar. Jetzt mal an alle, die das nicht wussten, es ist nicht... Du hältst halt die ganze Zeit den Mage hinter dir, ja. Es ist nicht dispelbar. Früher war es mal dispelbar. Ja, aber nicht beabsichtigt. Es sollte nie dispelbar sein. Ja, dann sind wir fertig, warte. Echt? Lootest den scheiß Mob noch? ETF, just. Ja, klar. Hier ist wieder irgend... nee, ist tot. Oder? Bei da hinten war noch was. Bei der... Die versuchen, den Legaten zu killen. Ach nee, werden getötet von jemandem. Jetzt komm ich hier. Hallo. Bin immer noch im Gebiet. Call Lightning. Schatzi, du hast kaum noch Leben. Es bringt dann auch nichts mehr, Call Lightning auf den Legaten zu machen, der 100% Leben hat. Ja. Das konnte nichts werden. Definitiv nicht. Ey, ich habe einen guten Folgentitel. Garnis im Morph. Kann man ja mal machen. Ich bin mal kurz zu AFK. Portest du weiter? Gehst du auf Folgen? Halt ganz AFK. Ruhig, ganz ruhig. Ich brauche nicht lange. Ach, Katzen. 10 Sekunden, 15 Sekunden oder so. Bis gleich. Da ist irgendwas mit den Katzen. Welcome, Deva. Wieso bin ich jetzt überhaupt still? Ich rede ja sonst auch mit der Aufnahme, weil ich alleine bin. Gott, ich weiß gar nicht, was los mit mir ist. Was mit mir los ist. Ey, KP, gutes Deutsch heute. Nice day, isn't it? Ah, hier, da sind sie. So wieder da. Ich meine, das kostet. Warte, wie viel kostet 42, ne? 42 Morphs haben zu morphen? Ja, 42 jetzt als auf die 5 als General müsst ihr mehr zahlen. Sind also knapp. 1 Million. Je nach Steuerverhältnis. Wo bist du? Willst du hin? Wo wird... oben links in den Dschungel. Ja. Ich hab mir jetzt auch mal endlich, Arte-Aktivierungssteine gekauft. Ich hab nie welche dabei. Wir haben fast einen Wäscheständer umgeschmissen auf dem Balkon. Oh. Ja, das wäre doof gewesen. Vor allem, wenn der dann noch gegen das Gitter gekommen wäre. Das hätte ich nicht, heraufbeschwören wollen. Gegen Gitter? Nicht? Ist das so stabil, dass es egal ist, wenn ein Wäscheständer gegen knallt? Eine tote Taube ist da. Da ist ein Keri. Ich würde sagen, er ist der Outsiders. Aber da müssen wir auch hier gehen, weil ich glaube nicht, dass das hier was wird. Der Outsiders ist halt AFK. Und der Keri interessiert sich für uns nicht. Irgendwie lustig. Gut, wollen wir bei der Grünen schauen, ob die drehbar ist?
Können wir machen. Ah ja, und als Info links von uns noch ein Taube. Das ist zwar nicht links, aber egal, du weißt ja, was ich meine. Mhm. Hast ja gesehen, wohin ich mich bewegt habe. Ich kann noch nicht bis 2 Sekunden noch. 1 Sekunde. Jetzt ist runter. Geht darum, dass er hier nicht aufstehen kann und dann wieder herlaufen muss. So total nervig. Ihr seid als Morph schneller als alle anderen. Ihr kriegt nochmal einen zusätzlichen Movement Speed. Steht das bei? All boots of your move. Also boost your movement and flight speed. Das heißt, ihr seid sowohl beim Laufen als auch beim Fliegen schneller. Und man kriegt es geht noch sogar einen Buff von PvP Attack und PvP Death. Der steht aber nicht dabei. Nee, doch, du infizierst zusätzlichen Schaden gegen Spieler der Gegenfraktion. Aber okay. Der Death steht nicht dabei. Ja, der Wert steht nicht dabei. Nee. Und der Wert steht nicht dabei, das stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, wie hoch der links ist. Links von uns. Zusätzlich ist es so, sagen wir, du kannst ja als normaler Spieler 12% Movement Speed haben. Ein Morph ist trotzdem schneller. Morph ist schneller als 12% Movement, wenn er denn da oben ist, wenn er so viel hat. Der Morph ist halt mehr OP als ein... Ich kann gerade nicht das Blend. Das ist kein Problem. Der hat Moss geht drauf und... Ja, ja, aber wir haben ihn auch einfach Beigen, also daher. Als ein Non-Morph. Ja, warum? Und wenn du dir jetzt denkst, ach komm, ich mach doch eben schnell Glory Points, dann bin ich auch Morph. Weil du bist ja schon auf E4. Vielleicht auf Loki ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Während auf E4 damit beginnt, dass du das... Wuff ist hier. Das Mindestmaß für auf E4, das du haben musst... ist 3064 Glory Points. Das kann man bei aktuellen Systemen, also das brauchst du mindestens, damit du überhaupt auf E4 sein kannst. Unabhängig, ob die Ränge besetzt sind. Ja, für auf E5 musst du mindestens 5210 Glory Points haben. Ja, wenn niemand anderes da wäre. Wir haben aber, dass die Ränge besetzt sind. Das heißt, solange sich nichts ändert, musst du mindestens 321.552 jetzt auf Loki Asmo haben. Ich glaube, Loki Eidos ist noch schlimmer. Loki Eidos ist noch schlimmer. Da müsstest du 589.000. Und das ist mit aktuellem Raid-System schlicht unmöglich. Wirklich unmöglich. Weil die anderen machen ja auch noch Glory Points. Ne? Die machen ja genauso viel. Selbst wenn sie mal einen Raid nicht hingehen, hast du ein Plus von 60. Das ist am Einloggen. Glory Points. 60. Nicht irgendwas anderes. Wenn doch nicht schon hin. Bewegt er sich ja nie. Er lockt jetzt aus. Da weiß ich mit dir, der lockt aus. Mir doch egal. Folgt mein Morph. Ich dachte, er bewegt sich. Der, da! Echt jetzt? Da ist aber noch jemand. Alter, ist der hinter uns auch. Ja, ist halt Kantor, ne? Kriegst du nicht. Aber den anderen, den Jäger, können wir killen. Und hinter uns ist ein Keri übrigens, den hatte ich eben in 4 gesetzt. Ich weiß noch nicht, ob er Lass mal Hammer könnte... in Ruhe. Nee, der ist direkt wieder aufgemountet und weitergerannt. Ja, ja. Hammerrunde in Ruhe, also da, ja. Ja, der Kantor war schlichtweg zu schnell. Denn da ich jetzt gerade keine Movement-Schuhe anhabe... ich glaube, der Keri ist ja vorne, der Idiot. Und da oben ist auch noch einer. Da ich keine Movement-Schuhe anhabe, bin ich relativ langsam, immer noch. Ne? Also, what the fuck? Ach, der eine ist aufgestanden! Süß! Ich lauf unten lang. Bin nur noch 24 Sekunden Morph, ne? Also lang ist nicht mehr. Da ist noch jemand. Hier kommt jemand. Hammer, der Kantor wieder. Ich komm nicht ran. Warte, ich komm doch ran. Nein, ich komm nicht ran. Na gut. Und hier vorne ist der Kleriker. Ja, der die Safe kommt. Naja, ich glaube auch, dass er es schafft. Ja, ist hat er geschafft. Brauche ich nicht mehr versuchen. Alter, und der Kantor ist halt viel zu schnell. Yes, die kommen wir nicht hinterher, brauchen wir nicht versuchen. Okay, hier von rechts kommt jemand. Eda hatte ich natürlich. Gunner. Das war übrigens gerade PvP-Tab. Ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich nochmal Soul Trend machen, sorry. Ich wollte nämlich den Kantor vieren. Damit der uns nicht wieder wegläuft. Stopp, Kantor! Das Problem ist, er ist halt trotzdem schnell, ne?
Danke. Ey, der Typ ist so lästig. Ich komme nicht hinterher. Ich auch nicht. Es geht einfach nicht. Lawyer ist halt stehen geblieben. Er muss sich heilen. Schaffen wir nicht, Huna. Der kann uns halt ewig weglaufen. Es ist halt. Das ist halt lästig. Was für eine Dings hat der überhaupt? Siehst du, was für eine Transfer der drin hat? Da ist 60 so steht da. Kein Wunder, okay. Dass es so ja, schnell gut. Ist. Wenn er so eine hohe. Ich wollte gerade einen Geist rausholen, um den Mana zu ziehen. Ich vermisse den Skill. Dafür habe ich aber den hier. Muhaha. Oder hättest du einfach. Nee, passt schon. Auf ihn hier gewartet. So gar nicht. Nee. Das ist echt kurios. Heils und gibt's Mana. Ja. Hinter uns ist er wieder. Der, ganz ehrlich, wenn er so weitermacht, zieh ich gleich Boy weg. Dann bin ich genauso schnell wie er. Ich zieh auch gleich Cheetah. Ja, langsam nervt es, ne? That's cool story was ended by your death. Ich glaube nicht, dass du uns schaffst zu töten. Du hast gerade einfach nur den Bonbon-Vorteil. Na, den können wir auch umdrehen. Hunas Spruch, also ihr könnt ja nicht direkt Taube schreiben, der wird bei dem genauso im Chat ausgesehen haben. Huna, soll ich erklären, was du geschrieben hast? Kannst du sagen. Glauben Sie jetzt ja eh. War das wirklich alles? Oder? War doch so, ne? Ja. Da steht, war das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ist? Ach, ist, okay. Ist das wirklich alles? Ich kann nicht das übersetzen, das weiß man mit der Zeit einfach auswendig. Ja, so. Und jetzt sagen wir. Oh, Leute, ist doch eine Taube. Oh, Leute, aber richtig low. 126. Hey, Hab sie. Ach gut. Ich finde das auch noch eine Frechheit, wenn die. Wollen wir schauen, ob die Rote drehbar ist? Wollen wir machen. Wenn Tauben oder auch Asmus, wenn allgemein Spieler die damaligen Rollen noch, die man beim Heillager-Event bekommen haben, noch zusätzlich benutzen, die gehen. Die gehen auf die Verwandlung obendrauf. Das heißt, sie sind dann noch mal schneller. 124. Ich habe nicht mehr viele, aber ich habe noch welche. Ja, ich nicht. Die kannst du, die Car-Speed oder Attack-Speed, du wirst ja eh niemals Car-Sinets in deinem Leben kriegen, kannst du theoretisch benutzen, wenn du mal eine wirklich wichtige Instanz läufst. Oper, Dämon. Rechts von uns. Hinter der Mauer. Der Jäger von eben, den haben wir schon mal gekillt. Sicher. Anscheinend ist hier irgendeine Quest, denke ich mal. Vor allem, weil da auch ein NPC rumsteht von den Edios. Ach ja, ihr müsst nicht immer den langen Weg hier außen rum zeigen. Ich zeige euch jetzt, wie er direkt hier oben in die Garni reinkommt. Oh, zwei Tauben, drei Tauben, vier Tauben. Hier ist den bei den Holy Tower. Wollen wir da wirklich rein? Auf die Four-Star zum Teil. Es ist eine Legi, eine komplette. Ist unbeliebt. Das wusste ich. Unbeliebt. No Chance ist dazwischen. Also Gladi haben wir auf jeden Fall dazwischen. Huna, lass gehen. Okay. Wir haben zwei Gladis dazwischen. Dieser Scheiß. Der Warne und Skill, wenn sie ihn haben, ist unangenehm. Skill ist ekelhaft, ja. Da reicht ja schon ein Klatti. Ja, das ist halt 100%iger Crit. 100%iger Crit ist 100%ig widerlich. Ja. Ist halt so. Vor allem sie eh nochmal drei oder vier Klattis in der Erdrett gehabt. Ihr seid tot. Wie viel Code dann? Zwei oder drei Minuten, weiß ich jetzt gerade nicht. Zwei Minuten sogar. Alter. Er rennt halt immer noch. Ja, so, da vorne haben wir es. Er rennt mit Zita rum, das heißt, er hat 60% Movement Speed. Ich habe jetzt gerade 30 plus 10%, 40% Movement Speed. Ich könnte noch. Ich glaube, PvE habe ich. 9,2 insgesamt. Das geht drauf, ne? Wie hast du insgesamt? Weniger, 9,7. Also mehr, aber weniger. Der ist runtergesprungen. Ist er nicht? Ist er doch. Legat ist unten. Ah, okay, wenn der Legat da ist, können wir halt eh zur Garni gehen. Ja, der hat einen Legaten gerade am Target, deswegen. Ja, bisschen dumm. Sonst hätten wir das gar nicht gewusst. Dann hätten wir bis zur Garni erstmal ranlaufen müssen. Oder zumindest auf der Karte nachschauen müssen. Übrigens, wir werden verfolgt. Ich drehe mich jetzt um und springe auf ihn. Ah, jetzt muss ich die Garni an. Ach, Krog. Nee, ich bin gegen Baum gesprungen, ist okay. Mach die in den Garten. Ah. Ey, ich bin halt so triggert von dem. Grüße gehen an dich raus, wenn du das Video siehst. Du nervst. Jetzt haben wir ihn eingekesselt. Jetzt kann er nicht mehr weg. Ich gehe links rum, du geradeaus. Und damit eins gesagt ist, er soll sterben. Qualvoll.
Schaffst du ihn abzuschneiden? Natürlich, ich hab ihn doch schon. Langzeit 4 kommt. Weil der halt die Geschwindigkeit auch runtersetzt. Da hast du deine blöde Sita. Boah, ey. Ah, das war jetzt komplett übersteuert. Jetzt muss ich den Rest alles wieder hochregeln. Ätzend. Ich habe die Garnier noch nicht angenommen. Ich auch noch nicht. Er ist aufgestanden. Es ist aufgestanden. Komm. Mit Luna? Ja, mit Luna yep. Aufgestanden sogar. Tja, Huna, ist er von der Toilette? Das wäre lustig. Weißt du, war das wirklich alles? Du sitzt da tagelang mit gequältem Bauch und dann... War das wirklich alles? Er ist wieder aufgestanden. Wieder mit Luna, okay. Nee? Mit, Grabstein. Achso. Hatte nur 50%. Ja, aber jetzt hat er... Doch, er hat die Sita wieder aktiviert. Ja, das schon, aber... Das bringt wieder nichts. Sicher? Yep. Gott, nervt er. Warte, ich hole die Quest ab und teile sie dir. Du wartest. Buff. Ich hatte PvE an, fällt mir gerade auf. Glaube ich vielleicht. Wuff ist das, Noob. Na, also. Ja. Ey, mit Luna aufgestanden. Alter. Luna, okay. Warte, soll ich wiederkommen? Ja, der rennt sonst weg. Kannst du ihn irgendwie verlangsamen? Er ist gerade im Pinguin. Wer jetzt gleich da? Er ist gebunden, aber er kann sich's runterpotten. Wenn er schlau wäre. Er springt raus. Hast du irgendwas noch? Ein Sprung mit irgendwas? Nee, nichts mehr. Wollte gerade Airbind machen, aber da war er schon außer Range. Vielleicht schafft Devilstorm ihn zu routen. Sog. Ist auf dem Mount. Ach, er war auf dem saulahmen Mount. Weiß, ich bin aus der Verwandlung raus. Una, ist okay. Er ist zu weit weg. Aber so etwas nervt halt. Weil es ist kein spielerisches Können von ihm. Es ist einfach nur die Laufgeschwindigkeit. No? Ja. Und dann den Mund groß aufreißen, finde ich ein bisschen kritisch. Dann immer mit Luna aufstehen. Ja, mit Luna aufstehen ist doch eh. Er ist halt wieder da, ne? Und schön. Oh, da ist noch jemand. Ist aber ein schöner AP-Spender. Ja, ne? Ein Offi vor. Bei 9 super. Jedes Mal. Oh, schon wieder an Bord. Krass. So, mir reicht's. Auf die Box setzen. Zack. Tja, mein Wolf ist schneller als du. Na, wenn du mich runterholst, bin ich instant auf dir. Ich bin jetzt aber ein paar Meter weiter weg, ja? Ja, Vorsicht. CC ist er. Ich sorge dafür, dass er... Wieso? Zum Fick. Ist er... Der Folgeskill ist halt nicht rausgekommen, ne? Der Folgeskill wollte nicht rausgehen, was halt echt lästig gerade ist. Weil... 2 gegen... 1 gegen 1 und trotzdem rennt er. Okay. Ja, das ist auch traurig, ne? Mobs! Das ist ein Bot? Er ist auch an mir einfach vorbeigelaufen, also ja. Den schaut für nachher fürs Ticket. Also, wenn das kein Bot ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber der Typ ist echt nervig. Damit wäre ich bei 50. Ich will meinen Bollweg nicht ziehen. Bollwegs sind mir einfach zu gut für sowas. Ich hab noch 152. Ich hab Peter. Noch 30, 12, 3, 43. Wir müssen mal die Garni erstmal machen. Ja. Lass uns mal aufhören, uns nerven zu lassen. Ja. Wäre ich auf PvE geswitcht, hätte ich eben den Stove vom 4 noch. Problem war einfach, ich hatte gefiert. Aber der Standard 4 ist ja, du musst ja erstmal den Folgeskill machen, damit er auch verlangsamt ist. Ja, und beim Folgeskill war eigentlich auf 25 Meter, System sagte nein. Und in dem Moment, also beim Nachversuch war er dann schon eh weiter weg. Übrigens ist da eben gerade jemand in Hide gegangen. Asmila, fragt, ist doch der Jäger. Der
an dem wir gerade vorbeigerannt sind, wo wir gesagt haben, lass uns gar nicht machen. Trotz der Taube. Da war einer? Ja, ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Echt? Ja. Oh. Das ist auch gut. Vielleicht bemerke ich das auch nächstes Mal. Na, aber komm, hat schön AP gegeben. Und da ist er, glaube ich, oder? Nee, der eine hat eine 1 drauf. Achso. Ja, aber Jäger mit Mau ist halt auch schnell. Mau wiederum ist ein Skill, ja? Selbst wenn es verdammt unfair ist, dass man so verdammt schnell ist. Aber es ist ein Skill und es ist nicht nur einfach, ich benutze halt eine schnellere Transfer als du. Ich meine, man kann ja auch mal versuchen, vor Kassinell wegzulaufen. Ich wünsche viel Erfolg dabei bei dem Versuch. Der Taube, die mich anfällt. Von oben. Ja, ich bin von oben da. Was? Meinst du, es ist ja kein Schaden? Ich greife ihn gerade auf PvE an. Ich habe ja keine Switch und so. Muss mir mich nochmal anziehen. Ich war ein bisschen langsam mit dem Display. Er hat es geschafft gehabt, mich zu covern. Er hat dich gecovert. Nächstes Mal Display. Ach nee, ich habe den Skill gar nicht dabei. Ich bin jetzt gerade eher auf PvE, also so richtig PvE. Ich habe normalerweise nie den Skill dabei. Ich dachte mir, komm, nimmst du mal mit. Willst du nicht porten? Ich hab gedacht, wir laufen. Wohin? Die oben ist gerade grün geworden. Wir können in die Mitte reinporten. Naja, ist gerade grün geworden. War ja vorher rot. Hatten noch nicht auf die Map geguckt. Ja, wo die zwei grün sind. Oder wird's auch 121? Ja, wir schauen nach unten. Ja, ja. Ich meine, hier durchzulaufen ist halt. Also, ich zeige gerade. Den normalen Laufweg. Das ist halt Selbstmord, wenn du hier lang läufst. Du kommst an zwei Stützpunkten von Elios dran vorbei, wo halt nur eine Taube geschickt stehen muss und schon ziehst du alle. Also geschickt für sie, scheiße für dich. Und du fällst halt hier auch bei weitem mehr auf, als wenn du hier mal eben schnell über den Geysir nach oben gehst. Taubenleck? Ja, dein Leck. Was wäre ich die NPCs? Ist nicht drehbar. Nee. Ich habe das daran gesehen. Hier oben auf der Minimap, ihr seht, da ist eine kleine Lücke und da steht normalerweise der Legat, wenn drehbar ist. Daher wusste ich noch, bevor die NPCs sichtbar waren, dass es nicht drehbar ist. Jetzt bevor ihr sagt, Hacker! Ich meine, ihr seht das, was ich sehe. So, da kann ich nichts verändern, das ist halt eine Spieleaufnahme. Und okay, ich könnte andere Sachen quasi drüber geschaltet haben. Aber jetzt mal ehrlich, doch nicht für dieses Spiel. Hui, shitte. Ich war eigentlich höher, aber es hat nicht geklappt. Nochmal kurz nach unten. Aufpassen, dass ich nicht in den Geysir reinkomme, in den Windstream reinkomme. Nein, ich war so weit weg von dem. Ah, sowas nervt mich immer. Jetzt kann ich gerade nicht hoch, weil meine Flugzeit doof ist. Du bist schon oben, oder? Ja, jetzt eigentlich. Ihr müsst halt wirklich sehr gerade draufstehen. Dann müsst ihr aufpassen, weil ihr manchmal dann einfach wieder runtergeschmissen werdet. Komm, schmeiß mich nach oben. Danke sehr. Oder nicht genug höher nach oben geschmissen wird. Ja. Oder ihr wartet genug oben und dann in dem Moment, wo die Flügel öffnet, werdet ihr wieder weiter unten angezeigt und es klappt wieder nicht. Also es kann durchaus mal ein paar Versuche benötigen, um darauf zu kommen, Taube. Rechts von uns. Zwei Tauben, drei Tauben. Drei? Ja, stimmt. Links von uns beim Mob am Machen. Das sind sie, über die Quest annehmen, die rennen. Die wollten halt Lacrum rein. Kubus. Genau. In dem Moment ploppt halt irgendwas mit Lacrum in meinen Chat auf, deswegen sagte ich Lacrum. Lass uns erstmal die bei den Elios näher machen, also die, wo ich halt hinlaufe. Ja, wo die Tauben auch sind. Oder hinlaufen. Genau. Laufen sind. So. Wow, hier kommt Cappy! Achtung, Achtung! Ich glaube, das ist ein Bot. Oder auch nicht. Nee, das ist ein echter Spieler. Lass uns erstmal die Mobs hier machen. Die halten sich eh. Oder? Wo gehst du hin? Du stehst halt gerade mitten in deren. Das war. Bist du selber schuld. Was hier kommt? Warum selber schuld? Du bist halt. Die standen weit weg. Die hatten nicht vor anzugreifen. Aber du hast sie damit provoziert, dass du näher an sie rangegangen bist. Geht zur Garni zurück. Huna, du wirst sterben. Warum? Das sind doch die Garni-Mobs. Hä? Du siehst schon, dass hier Tauben zwischen sind, oder? Ja und? Ja gut, dann killen wir halt nur die Garni-Mobs und dann sterben wir. Ist mir egal. Ich bin im Silence. Die Tauben jetzt doch. Doch, die kaum können was, die machen auch Schaden. Wow.
Hätte mal eben, bevor ich angegriffen wurde, hätte mal den Burst. Ich habe gerade aber auf PvE geschaltet, weil ich keine Lust hatte. Hätte mal den Burst auf dich sehen sollen. Da habe ich doch gedacht, vergessen, noch die Folge abzumoderieren. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei Weihnachten. Das kann auch mal mit einem tragischen Tod enden, der echt vermeidbar gewesen wäre. Aber egal. Euch noch viel Spaß. Macht auf jeden Fall die Garnis. Holt euch da noch das Gear. Und lasst euch nicht so provozieren, wenn da irgendwer hin und her läuft. Ich weiß, ich wurde hart durch den getriggert. Und Gott, ich wollte den auch einfach zur Strecke bringen. Das nervt mich, dieser Pott. Also, die Mehrlaufspeed. Und bis dann.